Guten Morgen, wir sind wach. Wir haben hier unter dieser Brücke hier geschlafen. Ich hatte die Brücke richtig zugeschnarcht. Ja, das ging. Also richtig. Geile Akustik. Ja, ein bisschen. Und vor allem, das schallt hier rum. Das ist gut. Da hat man das Schnarchen doppelt so laut gehört. Feigt! Ah, 18,75. 5,4. 6,4. Der ranzige Zug kommt an! Die Anlegestelle zum Wahnsinn ist das. Ich habe gerade gasförmig geschissen. Riecht ihr das? Premium-Schiss. Premium-Schiss. Hier vorne ist eine Behindertentoilette und da haben wir jetzt gerade Wasser aufgefüllt. Diese zwei Flaschen. Die waren leer gewesen. Das hier, das ist die kleinste Straßenbahn von ganz Deutschland. Das sind aber viele hier, diese Steintürme, die hier rumwachsen, hier auf diesen vermorschten Ast. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade angekommen sind, aber das ist dieses hier, mit ganz viel Felsen und sowas. Genau, und das ist unser Pennplatz für heute. So, Fressen ist fertig. Achso, Helmut hat Besteck geschnitzt, weil wir haben schon wieder Besteck im Schließfach vergessen. Achso, guten Morgen. Das habe ich vergessen zu sagen. Guck mal, da vorne auf diesen Felsgebirge, da haben wir heute gepennt. Da entfernen wir uns jetzt gerade. Da vorne sind Felsen und da klettern wir gleich hoch mit dieser Tasche. Und so. Und so. Hier gelaufen wir jetzt hoch. Guck mal, wir sind von da unten hier hochgekrabbelt. Hier über diese komischen Treppen hier. So, wir sind von da unten hier hochgelaufen. Hier, wo diese Sprossen sind, diese Metalldinger, da sind wir hochgelaufen. Es sind gerade ganz viele Spinnenweben gegen meine Fresse gefallen. Die haben mein Augenlicht ganz kurz ausgemacht, oder wie das heißt.
Ach, scheiße, ich habe eine Dose verloren. Das ist richtig widerlich. Es ist richtig bakterienhaft. Guck mal, hier vorne geht das ganz tief weit runter, oder wie das heißt. Es ist Schlucht oder so nennt sich das ungefähr. Weil der Gipfel da drüben ist, muss ich hier rüberspringen. Hier werden wir jetzt gerade gleich Bier trinken. Genau an dieser Stelle. Und nicht anders. Boah. Gipprost auf unser Gipfelbier. Da ganz hinten, da unten, da sind irgendwie ganz viele Bäume umgekippt. Das haben diese komischen Käfer gefressen. Deswegen, so du aussiehst, das war der Fichtenborkenkäfer. Also das männliche Tier fliegt rein, ne? Ja. Und legt eine Rammelkammer an und dann lockt es praktisch mit seinen Duftstoffen das Weibchen an und da drin wird dann gerammelt, in der Rammelkammer. Ja. Der Fichtenborkenkäfer. Junge. Da muss ich jetzt runterklettern. So, wir haben uns hier hingelegt, auf diesen Wegesrand, um etwas Pause zu machen. Guten Morgen, ich habe hier gepennt und weil guck mal, wir haben eigentlich genau hier gepennt, auf dem Gehweg, aber weil es gestern ganz plötzlich in Strömen geregnet hat, mussten wir die ganzen Sachen hier hintragen, damit wir hier unter diesem Felsen hier geschützt sind. Und jetzt wird Fressen gemacht. Ohne Wasser. Ohne Wasser. Wir haben kein Wasser mehr. Das ist richtig widerlich. So, dauert nicht mehr lange und dann ist Fressen bald fertig. Und guck mal, es regnet so ein bisschen schon wieder. Es fängt schon wieder an. Und wir lassen hier diese leeren Wasserflaschen hier auf, damit da noch mehr Wasser reinkommt. So, Fressen ist fertig und wir haben immer noch kein Besteck. Das heißt, wir essen hier mit Holzstäbchen. Diese paar Tropfen, die vorhin von da oben runtergefallen sind, das war zu wenig Tropfen gewesen. Das war nur ein kleiner Klecks, das war's. Das heißt, wir müssen unbedingt Wasser finden. Hier ist Fels. Hier vorne sind noch mehr Felsen, die hier rumstehen. Diese fettigen Steine. Diese richtigen Vollfettsteine. Hier vorne sind noch mehr diese Vollfettsteine. Also die ganz fettigen. Und da kann man auch hochklettern, an diesen Spalt. Aber wir klettern jetzt da nicht hoch, weil diese Tasche ist zu fett dafür. Weil ich würde sonst mit diesem Rucksack in dem Spalt feststecken und vielleicht nicht mehr runterkommen oder so. So, jetzt steigen wir das hier wieder runter. Jawohl, ohne Natururin wäre diese Tour nicht möglich gewesen. 1A Leistung wurde. Wir sind gerade von da oben runtergeklettert und das ist vielleicht die Hälfte oder so von diesem Abstieg. Guck mal, von da oben sind wir gekommen und jetzt klettern wir hier runter bis da ganz unten hin. Und guck mal,
diese Tasche ist mit den ganzen Essen und Bieren und so weiter hier runtergefallen. Das muss doch alles aufgefegt werden. Wir sind gerade von da oben runtergeklettert. Und wir brauchen immer noch Wasser. Deswegen laufen wir weiter, bis wir da dieses Wasser gefunden haben. Wir haben voll den Pappmaul, oder wie das heißt. Und wir brauchen Flüssigkeiten. Guck mal, da drüben, da ist Fluss. Jetzt können wir gleich erstmal Wasser auffüllen und saufen. Ja, sehr gutes Trinkwasser. So, guck mal. Dieses Ding hier, das haben wir mit ganz viel Wasser befüllt. Und das schleppen wir zu Bad Schandau erstmal. Und wir fahren gleich mit der Straßenbahn dahin. So, wir sind gerade mit dieser Straßenbahn hierher gefahren. Und darauf werden wir jetzt erstmal ein Bier zusammen trinken. Ein Traumbier. Geprost. Ich gucke mir diese alten, urinfarbigen Straßenbahnen hier an. Die so klein sind und sowas. Und so laut und so. Die sind richtig geil alt. Jetzt wird Fressen gekocht. Auf dieser Tischtennisplatte. So, Fressen ist fertig. Guck mal, Helmut hat eine Zecke am Ellbogen gehabt. Und ich hatte eine Zecke genau hier im Gesicht gehabt. Da wo dieses, wie heißt das nochmal? Wo dieser Punkt ist. Keine Ahnung, ob man das mit meiner Kamera auffangen kann. Aber genau hier habe ich eine Zecke gehabt. Die hat mich gerade gebissen. Dann habe ich das mit dem Finger hier so rausgezogen. Ich dachte, das war ein Pickel oder sowas. Das war nervig. Das ist richtig widerlich. Prüfen, ob ich dann später irgendwann Borreliose in mein Gehirn bekomme. Da bin ich ganz gespannt drauf. So, wir pennen hier im Spielplatz.